Wenn ich den Psalmvers sage, meine Augen schauen stets auf den Herrn, dann ist das ein Auszug aus dem Psalm 25. Und der ganze Psalm dreht sich darum, dass der, der diesen Psalm betet, in einer schwierigen Lebenssituation ist. Er wird bedroht von Feinden, er hat den Boden unter den Füßen verloren und er hält sich jetzt an Gott, er klammert sich an Gott, er schaut sozusagen mit aller Kraft auf Gott, den er als seinen Retter glaubt, den er als seinen Felsen glaubt. Und andererseits ist sich der Psalmbeter auch bewusst, dass er selber in Schuld geraten ist und er schaut jetzt voll Hoffnung auf Gott, dass er ihm die Schuld verzeiht. Die ganze Fastenzeit über ist die Kirche ohne Schmuck. Und wertvolle Bilder, Kreuze sind verhüllt. Und noch intensiver wird es zu Beginn der Osternacht, wo alles nur Nacht und Dunkel ist. Wo sozusagen in der Nacht, die Nacht des Karfreitags, auf noch einmal ganz intensive Weise dargestellt wird. Es ist die totale Finsternis des Todes. Und in diese Finsternis wird dann mit dem großen Ruf Lumen Christi, Christus das Licht, die brennende Osterkerze getragen. Und eine Ahnung von dem, was Auferstehung heißt, eine Ahnung von dem, was es heißt, wenn wir sagen, das Licht besiegt die Finsternis des Todes, Jesus Christus besiegt in der Auferstehung den Tod, die kann durch diese Symbolik, durch dieses Symbol von Finsternis und Licht vielleicht uns stärker prägen, als wenn wir es nur irgendwo lesen würden. Wenn ich nichts sehe, dann bin ich völlig hilflos und ausgeliefert. Und wenn dann ein Licht aufstrahlt, dann kann ich alles neu sehen, ich kann überhaupt erst sehen und mit neuen Augen sehen, mit geschärften inneren Augen sehen und so mich neu auf Gott zuwenden, auf Gott ausrichten. Und das bedeutet dieses Wort, meine Augen schauen stets auf den Herrn.